In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel der Luftfeder an der Hinterachse des Range Rover Typ L322. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Bei Arbeiten an der Luftfeder muss die Zündung ausgeschaltet bleiben. Ziehen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zündschlüssel ab. Für den Umbau der Luftfeder ist entsprechendes Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Im ersten Schritt nehmen Sie die neue Luftfeder aus der Verpackung. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Beim Range Rover Typ L322 ist es erforderlich, bei Arbeiten an der Luftfeder ein Diagnosegerät zu verwenden. Das Diagnosegerät wird über den OBD-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden. Hiermit lässt sich das Entleeren und Befüllen des Luftfedersystems steuern. Vor dem Ausbau wird der Höhenstand gemessen, von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante. Notieren Sie das Messergebnis. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten angehoben und das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrolliert. Achten Sie besonders auf die Fahrwerklagerung. Demontieren Sie anschließend die Räder. Entfernen Sie den rechten Innenkotflügel für einen ungehinderten Zugang zum Druckluftverteiler. Tragen Sie stets eine geeignete Schutzbrille bei Arbeiten am Druckluftsystem. Im nächsten Schritt wird die Druckluftleitung am Verteiler mit geeignetem Werkzeug vorsichtig gelöst, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrzunehmen ist. Lassen Sie die Luft komplett ausströmen und beachten Sie mögliche Verletzungsgefahren. Entfernen Sie den Halteclip an der oberen Befestigung der Luftfeder. Lösen und entfernen Sie anschließend die Sicherungsschraube an der Unterseite des Querlenkers. Entfernen Sie die Feder so weit, dass die Druckluftleitung problemlos abgeschraubt werden kann. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und lösen Sie die Druckluftleitung vorsichtig von der Feder. Jetzt wird der Druckluftanschluss der neuen Feder abgeschraubt. Achtung! Entfernen Sie dabei auf keinen Fall vorab den Kunststoffstopfen. Tauschen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Neuteile die Verschraubung am Druckluftschlauch aus. Achtung! Achten Sie auf die korrekte Montage des Konusrings. Der Konus muss in Richtung Druckluftleitung zeigen. Platzieren Sie vorsichtig die neue Feder und montieren Sie die Druckluftleitung. Achtung! Setzen Sie die Verschraubung vorsichtig per Hand an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden. Nun wird die Kunststoffführung der Luftfeder an der Unterseite des Querlenkers eingesetzt und verschraubt. Ziehen Sie die Luftfeder in die obere Führung und montieren Sie den Halteclip.
montieren Sie die Druckluftleitung am Verteilerblock. Anschließend wird der Innenkotflügel montiert. Im nächsten Schritt befüllen Sie die Luftfeder mit dem zuvor genannten Diagnosegerät. Nach erfolgtem Einbau der Luftfeder werden die Räder fachgerecht montiert. Beachten Sie hierbei die Anzugsmomente des Herstellers. Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Lassen Sie das Fahrzeug nur so weit ab, dass es soeben Bodenkontakt erreicht. Starten Sie das Fahrzeug und warten Sie mindestens 2 Minuten, bis das Fahrzeugsystem den Luftdruck angeglichen hat. Danach können Sie die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug die eingangs gemessene Höhenlage erreicht hat. Betätigen Sie anschließend die Anhebefunktion der Bordelektronik, um die korrekte Funktionsweise der neu verbauten Luftfeder zu überprüfen. Lassen Sie das Fahrzeug vollständig von der Hebevorrichtung ab. Bitte führen Sie nach Arbeiten an Fahrwerkteilen grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.